Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Koop Spielarcade zusammen mit dem Jan. Hi. Hi. Wir spielen hier jeweils einen Spieler, den wir uns selbst erstellt haben. Wer letzte Folge nicht gesehen hat, der soll auf jeden Fall mal rechts unter dem i vorbeischauen. Heute spielen wir gegen Arsenal im ersten Spiel. Im zweiten Spiel spielen wir gegen Manchester City. Und sobald wir dann die nächste Folge anfangen aufzunehmen, dazwischen ist auch noch ein bisschen Pause, spielen wir gegen Barcelona. Das ist so krass, dass wir da direkt gegen Barcelona durchstarten. Das ist dann schon unser erstes Champions League Gruppenphasenspiel. Bin echt gespannt. Schaut auf jeden Fall mal auch rechts oben am i bei Jan vorbei. Da ist auch die zweite Folge so eben online gekommen, wo wir eben in seiner Karriere spielen. Bei Rapid, ich kann das Rapid, nicht. Wien. Rapid Wien, ja, genau, stimmt. So, ich bin gespannt, ob wir gegen Liverpool auch so erfolgreich spielen wie in der letzten Folge gegen Watford und du meinst gegen Crystal Arsenal, Palace. Nicht gegen Liverpool. Ach so, ja, als Liverpool gegen Arsenal, ja, ups. Lol. ja, let's go. Wieder zu Hause an der Anfield Road, Liverpool gegen Arsenal. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das genauso gut läuft. Wir steuern rein und gucken uns das mal an. Let's go. Gar nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Alter, wie wir einfach beide so cool sind. Komplett. Oh Mann. Oder der. Alles gefolgt, mit Bande jetzt gespielt. Ja, hätte halt geflankt, ne? Oh, ja. Spieler im Fokus bin ich, Alter. Ich bin so krass. Voll im Fokus. Er steht da, links. Ja, ich weiß. Ich will aber halt. Na, ich. Ja. Ey, ist der doof? Das ist derselbe die ganze Zeit. Auswechsel, Mischak. Direkt. Schritt durch die Abwehrreihe machen. Wellback ist auf dem Weg zu unserem Tor. Spielt nochmal in die Mitte. Karius ist zu krass. Ja, der ist echt auch gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also bisher macht er einen guten Job. Ich warte nur darauf, dass wir den Ball kriegen. Ja, da warte ich auch drauf. Oh. Da ist das Tor. Ja, jetzt haben wir den Ball. Sanchez. Das hat Arsenal verdammt gut gemacht. Die haben den Ball einfach gehalten, da konnte man nichts machen. 1-0 in der 25. Minute. Karius hat echt sogar gut gehalten noch. Der Abpraller. Da ist Sanchez dann vor dem Verteidiger da, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Darf nicht sein. Dass er ja dem dass er dem entwischt. Kacke. Rennen. Boah. Wie? Ah. Scheiße, direkt verloren. Wie geht das? Krass, ne? Oh, Yiannopoulos. Oh, shit, das ist eine schlechte Anzeige. Jetzt! Jawoll! Oh, genial! Danke für diese göttliche Flanke. Ich fand die so geil. Hätte ich niemals gedacht. Hätte ich niemals gedacht, dass die so gut kommen. Krass. 1:1 Ausgleich. Peter Cech, der eigentlich ein krasser Torwart ist. Also ich finde den einer der besten Torhüter, den es je gab. Also muss also persönlich. Gibt natürlich bessere ja im Allgemeinen, aber ich fand den immer schon krass. Ha, 1-1. Oh, der Typ hat mal gepasst. Er krank? Oh, jetzt pfeift er. Halbzeit, 1:1. Immerhin haben wir das Ausgleichstor gemacht. War auch wirklich eine schöne Flanke. Schönes Tor. Gefällt mir. Hm. Und ich bin ja tatsächlich auch mit 5 Toren jetzt ziemlich weit oben in der Torschützenliste. Ja, ist auch geil. Ja, 1:1. Ich würde das aber gerne eigentlich gewinnen, auch wenn Arsenal hier mir den Eindruck macht, als wären sie die beste Mannschaft. Das stimmt definitiv. Das ist krass. Tau dann weg. Oh. Chance vertan. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Kennst du das? Nee. Das war im früheren FIFA-Teil so ein krass beliebter Spruch. Echt? Aber ja, der Kommentator ist jetzt schon weg. Also, der Kommentator, der hat keinen Bock mehr gehabt. Und da fällst du hin.
Und er pfeift nicht. Es geht weiter. Und da kommt Özil, da kommt Sanchez und da kommt das Tor. Ach man. Also da halt nicht falsch. Spielt einfach richtig stark. Das ist Chamberlain, nicht Sanchez. Ich dachte, das wäre wieder Sanchez. Arsenal spielt stark, ja. Aber wir hätten Glück haben können, dass wieder irgendwie so ein Konter oder so das entscheidende Tor macht. Noch ist Zeit. Ja, für einen Unentschieden. Für einen Sieg wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ja, wahrscheinlich leider nicht. Jetzt, Tschech. Wieso schießt er mit links? Och, Mann. Komm. Oh. Diese Kacke. Ja, nein. Das war eigentlich gar nicht so kacke. Was machen die denn? Und das ist der größte Rotz, den ich je gesehen habe. What the fuck war das für ein Eckball? Ja, er verliert den da noch. Es ist abgepfiffen, Freistoß. Aber wie kann man den da nochmal verlieren? Naja, das war's von dem Spiel. Leider hat's diesmal nicht gereicht. Wir haben mit 1-2 verloren. Arsenal hat echt gut gespielt. Wir hätten, wie gesagt, zumindest das Unentschieden behalten können. Und durch Glück hätten wir es tatsächlich vielleicht schaffen können, durch einen Konter Tor zu machen. Aber gut, machst du nichts. Jetzt haben wir ein noch krasseres Spiel eigentlich, meiner Meinung nach, gegen Manchester City, genau. So Leute, letztes Spiel für die heutige Folge. Wir spielen gegen Manchester City. Das wird jetzt nochmal ein Stück krasser, denke ich. Aber Manchester City hat genauso viele Punkte wie wir momentan. Heißt, wenn wir jetzt gewinnen, wäre das ultra, ultra nice. Also Leute, lasst euch überraschen. Ich hoffe, wir holen uns den Sieg. So, richtig krasses Stadion hier von Manchester City. Das Etihad Stadium oder so ähnlich. Ja, mal gucken, ob wir hier gewinnen können. Let's go. Der hat wir. Das ist halt echt der Typ immer. Oh, gar nicht so schlecht. Rennt da irgendwie rum wie so ein Verrückter und weiß nicht, was er noch macht. Das ist echt immer der Typ mit der Nummer 5. Vinyalum oder wie auch immer man das aussprechen sollte. Bisschen zu spät, Kollege. Oh! So, der war echt krass, aber es bringt mir halt überhaupt nichts. Man darf dem nicht den Ball geben. Oh, er hat gepasst. Schade, war sogar ein Auftatzer. Kann man Glück haben. Aber ja, nicht. Ja, er ist durch und Karius hält. Nice. Ecke nochmal hier kurz vor der Halbzeit. Konter vielleicht oder Tor oder gar nichts. Hab ich. Ja, aber da. Ach komm. Kacke. Halbzeit 0-0. Beide probieren, beide schaffen es nicht. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. War ja klar, aber ist kacke. Ich kann nichts reinschneiden, das passiert nichts. Nichts. Gar nichts einfach. Komm. Das gibt's nicht. Leute, bisher passiert eigentlich fast gar nichts. Das ist unglaublich. Wir sind schon fast in der 80. Spielminute und haben noch 10 Minuten. Ich hoffe, dass es wenigstens beim Unentschieden bleibt. Also wenn die jetzt hier in der letzten Minute ein Tor machen, was ich mir eigentlich vorstellen kann, dann das wäre echt kacke. Oder sie machen einfach direkt jetzt ein Tor. Ja, doch nicht. Das war aber verdammt knapp. Ja, das war echt knapp. Komm, ich gehe für die Flanke. Oh! Ma. Wenigstens passiert mal was, aber es ist halt nicht das Tor. Oh. Oha. Oh. Nein! Das ist doch kacke. Ach man. Also zum Ende in den letzten 10 Minuten nochmal 3 Chancen und das hier war die dickste. Da bin ich gerade mit Mikro gekommen, vielleicht hat man es gehört, sorry dafür. Schade. Das war wirklich die dickste Chance.
Pech gehabt, Latte. Kannst nichts machen. Ich bin immerhin zufrieden, dass wir hier auf jeden Fall einen Unentschieden rausgeholt haben. Damit überholt uns Manchester City immerhin nicht. Und ich meine, es kommen ja auch noch Spiele auf uns zu, wo wir wieder gegen etwas schlechtere Mannschaften spielen. Nächstes Spiel ist allerdings gegen Barcelona in der nächsten Folge. Das wird krass. Schaut jetzt auf jeden Fall bei Jan vorbei und guckt euch da die zweite Folge von ihm an, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja, hier sieht man es hier auch eine knappe Chance hier von Henderson. Aber es war... Wir hätten das eigentlich machen können. Wir hätten es machen können. Ja, hau rein. Bis dahin. Ciao, ciao.